Meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Gäste in dieser wunderschönen, traditionsreichen Paulskirche, dem Wohnzimmer des deutschen Liberalismus. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Ich freue mich ganz besonders, dass der Hausherr, Sie, Herr Oberbürgermeister Feldmann, zu uns gekommen sind. Ich begrüße Sie außerordentlich herzlich und danke Ihnen, dass Sie uns die Gelegenheit geben, alle zwei Jahre uns hier zu versammeln und dass Sie nachher ein Grußwort an uns richten werden. Herzlich willkommen. Zusammen mit Ihnen, weil wir in Frankfurt sind, begrüße ich eine Bürgerin dieser Stadt, die nachher auch nach Ihnen ein Grußwort an uns richten wird, Nicola Beer, die Generalsekretärin der FDP. Nicola, herzlich willkommen. Und einen Nachbarn dieser Stadt aus dem Hochtaunuskreis, Stefan Ruppert, unseren Landesvorsitzenden in Hessen. Ebenfalls herzlich willkommen. Sie sind alle der Einladung einer politischen Stiftung gefolgt, die 1957 vom ersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, gegründet worden ist. Aus gutem Grund. Er hatte die katastrophale Geschichte unseres Landes am Beginn des letzten Jahrhunderts erlebt. Er hatte die Verirrungen der Politik gesehen, im Übrigen auch bei denen, von denen Ralf Dahndorf sagt, die sich doch sonst so für anspruchsvolle Intellektuelle gehalten haben und die totalitären Tendenzen nicht erkannt haben. Das ist uns auch gegenwärtig kein fremder Gedanke, wenn wir die politischen Landschaften weltweit beobachten. Er hat uns in die Satzung, in die Charta, in unser liberales Manifest geschrieben, dass es auf politische Bildung ankommt. Das ist auch die Hauptaufgabe der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Weil ein Geschichtsunterricht in Schulen, wie wir alle gegenwärtig feststellen können, und viele Bundestagsdebatten, auch manches, was in einer Medienlandschaft mir reichlich unterkomplex manchmal dargestellt wird, und eine geschriebene Verfassung nicht ausreicht, wenn die Menschen nicht freiheitlich leben wollen. Das ist unsere tägliche Arbeit in über 1000 Veranstaltungen pro Jahr, in intensiven Gesprächen und in über 50 Ländern dieser Welt. Wir haben in Deutschland in vielen Jahren uns der Pflege der Nachhaltigkeit der ökologischen Grundlagen gewidmet. Ich halte die Pflege der soziokulturellen Grundlagen der Freiheit mindestens so wichtig wie die Pflege der Nachhaltigkeit des deutschen Waldes, meine Damen und Herren. In unserer weltweiten Arbeit stellen wir fest, dass die Versuchung des Autoritären nicht gegangen ist. Wer geglaubt hat, dass mit dem Fall der Mauer sich die Verhältnisse nun geordnet hätten und wir einer sehr guten Zukunft entgegengehen, in denen Demokratie überhaupt nicht mehr in Frage gestellt wird, der reibt sich die Augen und besonders in dieser Woche. Wir haben es mit einer Mobilmachung gegen nahezu alles zu tun, was Einsicht abverlangt. Was Argumente betrifft, es wird ja kommentiert, wir leben in einem postfaktischen Zeitalter, daran ist manches richtig. Denn wir erleben auch in unserer Arbeit, dass Argumente oft überhaupt nicht zählen, überhaupt nicht zählen. Und wenn man gegen manches ein Gegenargument vorbringt, man eher als unsensibel gilt, wenn es sich um Glaubensbekenntnisse handelt, die andere vertreten, von denen sie nicht abrücken wollen. Meine Damen und Herren, nichts lässt sich so leicht herstellen wie Empörung. Aber hinter dieser Empörung gibt es keine Nichtverschlechterungsgarantie, was unser Staatswesen, unsere Demokratie und unsere Verfassung betrifft und unser Leben in einem Komfortzustand in Mitteleuropa, wie das keine Generation vor uns erleben durfte. Wir sollten das auch sagen, wenn ich gesagt habe, besonders in dieser Woche,
dann denke ich an die Entscheidung bei unserem stärksten und größten Verbündeten, den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Das Land ist für uns so eine Art Projektionsfläche anscheinend für Sehnsüchte und zugleich auch für Ressentiments geworden. Es wird zu meiner tiefen Verwunderung anders behandelt als manche Länder, wo man auch Grund hätte, sich über Führungspersönlichkeiten deutlich zu äußern. Alles zu verstehen, kann auch gegenüber Russland nicht bedeuten, alles zu entschuldigen. Auch nicht gegenüber der Türkei. Aber wir machen uns manchmal hochnäsig über Entscheidungen der Vereinigten Staaten von Amerika notwendig. Wen kennen wir eigentlich da? Brad Pitt und Angelina Jolie? Kennen wir Mr. and Mrs. Smith in South Dakota? Kennen wir die Menschen, die in den Flyover States zwischen New York und San Francisco leben? Was ihre Sehnsüchte sind, ihre Wünsche? Wir haben das doch mit keinem anderen Publikum zu tun als in Deutschland auch. Wir wissen, dass es Vorurteile gibt und Ablehnung alles Unvorhergesehenen. Aber wir müssen eben darauf achten, dass die nicht durchdringend sind. Der lange in Frankfurt arbeitende Joachim Fest hat über Verfassungen und unser Grundgesetz geschrieben, sie seien notwendig, um manche menschlichen Neigungen auch nicht zum Durchbruch kommen zu lassen. Er meint damit, friedliches Zusammenleben zu sichern, Respekt vor Minderheiten, Achtung auf das Recht des Fremden, was vielen ja auch bei uns so unglaublich schwerfällt. Und deshalb sollten wir etwas zurückhaltender sein, wenn wir über andere reden. Wir haben es auch mit Kräften zu tun in Deutschland, die nach dem Motto, wir sind das Volk und mein Wille geschehe, auf den Straßen marschieren und die glauben, rechtsstaatliche Garantien aushebeln zu können. Wir haben genug zu tun. Die Friedrich-Naumann-Stiftung spürt diese Herausforderung und ich sage Ihnen das auch, wer weiterhin in einer freiheitlichen Gesellschaft leben will, wer das Leben so genießen will, wie wir das in der Bundesrepublik Deutschland tun können, im Übrigen auch in der benachbarten Schweizer Bundespräsidentin, der sollte sich daran erinnern, dass Staatsbürgerschaft sich nicht nur im Besitz des Personalausweises ausweist, sondern in kräftigem Tun, dass uns diese Freiheitlichkeit in Mitteleuropa erhalten bleibt. Und wir treten weltweit dafür ein, dass sie auch andere genießen können als Friedrich-Naumann-Stiftung. Mit dem heutigen Tag, mit der Verleihung des Freiheitspreises nach Hans-Dietrich Genscher, Mario Vargas Llosa, Necla Kelek, Wolfgang Kersting, Helen Zille, ehren wir einen Mann, der diese Persönlichkeit ausstrahlt, die ich eben versucht habe zu beschreiben, der das lebt und verkörpert und engagiert vertritt, was notwendig ist, um Freiheit und Offenheit dauerhaft zu sichern. Die Jury unter dem Vorsitz von Karin Horn, die ich auch hier herzlich begrüße, hat dem ehemaligen Bundespräsidenten der Schweizer Eidgenossenschaft Kaspar Villiger, den ich zusammen mit seiner Frau begrüße, den Freiheitspreis 2016 zuerkannt. Ich gratuliere Ihnen, Herr Villiger, seien Sie uns hier in der Paulskirche zusammen mit Ihrer Familie herzlich willkommen. Mit Ihnen begrüße ich die Botschafterin Ihres Landes in Deutschland, Frau Christine Schraner-Burgener, und den deutschen Botschafter in Bern, Otto Lampe, sehr herzlich. Für die Laudatio konnten wir zu meiner großen Freude Professor Ludwig Theodor Heuss gewinnen. Der Name
spricht Bände. Er ist der Enkel unseres ersten Bundespräsidenten und Gründers der Friedrich-Naumann-Stiftung. Er ist Schweizer Staatsbürger, genauso wie Deutscher. Er schien mir ganz besonders und hervorragend geeignet, die Laudatio auf ihn zu halten. Ludwig Heuss, herzlichen Dank, dass Sie das auch tun und hier sind. Ich freue mich jetzt mit Ihnen auf einen anregenden Vormittag, wie ich sie immer erlebt habe hier in dieser Paulskirche. Er wird von der Symphonic Brass Band aus Wiesbaden begleitet mit dieser großartigen Akustik, die sie hier genießen kann in der Paulskirche. Und ich danke Ihrem Leiter Joachim Topschall, dass er jedes Mal hier dabei ist. Ich habe ihn für 2018 auch schon wieder verpflichtet. Ich begrüße Sie herzlichen Dank. Jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie, Herr Oberbürgermeister Feldmann, zum Grußwort und danach dich, lieber Nicola. Herzlichen Dank.